Guckt es euch an, Leute, guckt es euch an. Winke mal. Ich Ja, bin durch für heute. die Gina hat heute richtig viel sauber gemacht und so weiter. Da sind Schrauben, da ist irgendwas anderes. Das soll sowas werden. Halt so ein Tisch hier. Und der kommt hier hin. Und der Luis will den aufbauen. Oh, ich habe ihn gefragt, ob er ihn aufbauen will. Hast du Stativ? Und ja, das kannst du mir mal geben. Ich habe jetzt gerade noch. Ja, das ist doch mal drin. Ich mache mir das. Das okay, also der Luis will sich das alleine machen. Du musst das Ding jetzt runterklappen. Das hält nicht. Mach mal. So, Leute. Ich habe jetzt. Nehmen wir wirklich auf? Jetzt nehmen wir Tatsache auf. Wir haben gerade ein Video gedreht, ohne ein Video zu drehen. Also ich fange noch mal von vorne an. Der Karton ist angekommen. Wir haben hier auch Licht hingestellt. Wir sind professionell vorbereitet, halt nicht aufgezeichnet. Vielleicht ist es auch beim Reinspannen passiert. Muss ich dann mal gucken. Jedenfalls hab ich jetzt festgestellt, dass die Kamera nicht aufnimmt. Und das wird so ein kleiner Tisch. So wie man es hier auf dem Bild vielleicht erkennen kann. So rum. Ja, und der kommt hier hin, damit ich mein ganzes Gedöns, das Stream Deck und auch die Steuerung vom Mikrofon, damit ich das hier oben hinlegen kann und eventuell auch die Tastatur dort mal wegkommt. Ne? Weil Kopfhörer haben wir ja schon angeschraubt. Und der Luis hat sich bereit erklärt, der wollte hier montieren und hat jetzt schon angefangen. Er hat jetzt hier schon die Füße hier rein gedreht, Die ne? Füße in die Füße gedreht. Die Füße in den Ständer gedreht, ne? Und so weiter. Ja. Und ich habe mich nämlich gewundert, warum gerade mein Handy dunkel wurde und habe festgestellt, ja, ist ja, geht dann nach einer Weile Automatik Dann aus. will man den Handy mal loben, dann nimmt er gar nicht auf. Ja, so, und jetzt haben wir alles nachgeholt. Das filmt zwar hier 5 Minuten, aber egal. Egal, wir haben es im Schnelldurchlauf gemacht. Wir haben es jetzt im Schnelldurchlauf erklärt. Der Luis baut jetzt das da an die Tischplatte an. Schnell noch. Hat sich einen Akkuschrauber besorgt und so weiter. Ja, damit es halt auch hält, ne? Genau. Ich habe hier was, das ist ganz praktisch. Dann macht man ein schönes Video draußen und da dürft ihr dann wieder liken. Däumchen und so. Und die Hunde, die drehen auch da hinten durch. Denen geht's gut, die haben gegessen, die waren Gassi. Ja. Alles super, gell? Alles super. Ja. Draußen ist schon dunkel. Hier ist Action. Hier muss ich dabei sein. Hier ist Action. Da wird jetzt vorne reingeschraubt. Seht ihr das? Wahnsinn, oder? Professionell ist vielleicht anders, aber. Ja, aber es geht ja. Nicht zu fest? Ja, sieht doch schon mal schön aus. Fertig. Ich bin nicht ja gespannt. Jetzt kommen die Beine ran, ne? Nee, nee. Jetzt müssen wir erstmal die Streben in die Beine drin machen. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie das Ding echt ist. So. So, das haben genau. wir, das haben jetzt basteln wir da die Streben rein. Hast du absolut richtig erfasst. Ne, die Beine kommen jetzt ran. Nee, erst die Streben und in die Beine rein. Damit nee, aber guck mal. Hier ist 3. Das hast du jetzt gemacht. Das ist 2. Jetzt ist hier 3. Jetzt kommen die Beine schon ran. Und Streben, dann. Das sind die Streben für die Beine, bitte. Das richtig, aber guck mal. Erst macht man die Beine ran und dann kommen die Streben. 3. Ach, das ist die Platte. 4. Ich hab genau, das hier unten ist die Platte. Ach so. Genau, das steht sozusagen auf dem Kopf. Ich gebe dir mal hier was drüber. Habe ich ja gar nicht gesehen. Das weiß ich bloß nicht, wo außen und innen ist. Warte, wir gucken mal im Plan. Das Dreieck ist außen. Ah, okay. Das Dreieck ist außen. Das wurde Ding noch. Ja, ich halte schon mal hier hin. Ich will ja auch was machen, damit es wenigstens so aussieht. Fürs Video. Guck mal, die Gina ist schon wieder müde. Ah, die hat heute ganz schön geschindert. Ich weiß nicht, ob das noch betroffen ist. Die hat mein Handtuch zum Beispiel genäht. Weil ich habe mir das beim Rücken abputzen, also trocken machen, zerrissen. Weil ich so ein Riesenkreuz wie ein Bär habe, Leute. Wie ein Bär. Es war wie ein Gummibär, aber ist auch ein Bär. Hast du
Es wäre einfach zu schade gewesen, das hatte ich jetzt schon weg. Ja, das war ja nur eingerissen, war ja nicht durchgerissen. Lebt man das mal schön? Ja. Außerdem war heute mal Wohnungsputz angesagt und Betten machen frisch. Ja. Ja, das sieht doch schon mal professionell aus, was wir hier machen. Wenn du gerade hältst, ist es besser. Ja, das Tastatur ist schon weg. Ja. Der hält sich schwierig gerade. Ja, das macht der Luis gerne, so Zeug zusammenmontieren. Ihr kennt die Videos vom Rechner. Da geht es morgen wieder weiter um 16 Uhr. Ihr habt es vielleicht, der ein oder andere fleißige Zuschauer hat es mitgekriegt. Immer 16 Uhr wird ein Video freigegeben. Und das letzte kommt, glaube ich, diesen Sonntag um 20:30 Uhr als Premiere sogar, haben wir das, glaube ich, eingerichtet. Bin mir jetzt nicht sicher. Ja. Leute, guckt da einfach nach, dann werdet ihr es sehen. Ja. Ich glaube, ich habe es als Premiere gemacht. Ja, so. Jetzt hören wir nochmal die schlaue Anleitung. Jetzt kommen die Beine da rein. Jetzt kommen die Die Streben. So, ich halte mal hier. Hält er fast von alleine. Ja. Vielleicht filme ich auch mal da, was du machst, ne? Praktisch, glaube ich. Kann man machen auf jeden Fall, ne? Wenn man ein Video machen will, dann ist das. Dann sollte man auch am Ort des Geschehens bleiben. Nee, vielleicht schraube ich das an. Wo hast du das jetzt bestellt? Ja. Wo kann man das kaufen? Das habe ich Tatsache bestellt bei der Firma selber. Ich habe einfach bei Google gegoogelt. Nein. Nach einem Beistelltisch, der über 70 cm ist und eine C-Form hat. Und da hat es mir ganz, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich den bestellt habe. Soundmix. Soundmix, ja, ich glaube. Songmix, genau so. Weil ich weiß, dass es das auf Amazon gibt, da habe ich auch schon früher einige so kleine Möbelstückchen und sowas gekriegt. Und ich dachte, das sind. Also ich habe auch Bewertungen gelesen bei denen auf der Seite. Gut, kann ja auch gefaked sein, aber dort haben wirklich, er hat nicht die besten Bewertungen der Tisch, aber er hat, also er hat keine 10 Punkte, aber ja. Um die 9 hat er. Und der muss ja nichts tragen. Das ist ein Beistelltisch, wie gesagt, der wird dann hier hingestellt. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Wahrscheinlich kaufe ich mir noch eine graue Klebefolie. Damit man das Braun nicht mehr sieht, weil das sieht dann optisch jetzt, aber gab es halt in keine anderen Farben. Aber so eine Klebefolie ist ja jetzt auch nicht das teuerste. Man kann ja nicht immer alles haben. Ja. Ja, finden wir sich. So, und zack, 10 Minuten hat es gedauert, ist der Tisch zusammengeschraubt. Ja, wenn er noch fertig macht. Also eigentlich 7, aber wir waren ja noch in Rochen und haben ja ein Stück jetzt nicht gefilmt. Was ist das hier eigentlich? Ja, das ist ja auf der letzten Seite. Ich bin noch nicht ans Hintern gekommen. Ach, vielleicht für Kabelanbindung oder so. Ich hab euch doch nie. Ja. Auf jeden Fall bis das. Ach, dass man es an der Wand festmachen kann, ist das gedacht. Brauche ich nicht, nee. Ich will es nicht an der Wand festmachen. Gut, okay. Jetzt muss der Luis mal hier. Vielleicht hältst du. Nee, ich will den runterschieben. Ja, das schaffe ich ja auch. Ja, da musst du den Rechner wegmachen. Ja, das schaffe ich ja auch. Jetzt müssen wir die Füße hochfahren. So hoch, wie es geht. Das habe ich nämlich berechnet, dass das nicht ganz runter, dass ich aufliegen werde. Nämlich hier oben, dass das ganz knapp wird. Aber es gibt es nicht in 72, 73, 74 oder so. Ja. Das wird schon gehen irgendwie. Wenn nicht, stelle ich mir ein Brett runter. Ja, irgendwas wirst du dir wohl ausdenken. Ja, da denke ich mir schon mal raus. So. Und die gehen ja noch weiter raus. Ach, dann passt das doch nicht. Ja, hier kann noch ein Stück hoch. Das ist nicht so ganz gerade, glaube ich. Hier an der scheiß Maus schon wieder. Ganz ehrlich, dieses Gekabelei, ganz Leute, ehrlich. Das ist so zum Heulen, ist das.
Ist einfach nur zum Heulen. Nicht heulen. Ja, klappt super. Naja, das soll ja bloß eigentlich so. Muss hier noch ein Buch drunter oder sowas. Aber wir brauchen was zum drunterstellen. Der Tisch. Ich habe ja gesagt, das ist nicht ganz optimal, das Ding von der Höhe. Das wusste ich ja. Ich könnte dir ein Buch bringen. Ja, vorübergehend werden ist ein Buch okay, aber wir müssen noch was überlegen, was man da. Naja, ich hole Holzklötzel zu mir. Noch. So, jetzt vom Prinzip, hier kommt jetzt dann, Leute, hier kommt dann noch was drunter, damit ich mit dem Tisch, ich kann ja mit dem theoretisch bis so hoch, ne? Also, vielleicht gibt es so längere Gewindestäbe, die ich hier reindrehen kann, dass ich mit dem Tisch im Ganzen hochkomme. Ja, da muss man aber beim Baumarkt gucken, da gibt es bestimmt irgendwas, was man da verwenden kann. Hundertprozentig, so. Und der Grundgedanke war, jetzt kommt das hier hin, ja, und das Gerät hier hin. Na, und das ist ja hier auch fest dann. So, und dann kann der Rechner hier wieder alleine stehen. Und erledigt ist die Sache. Du musst das Tastaturkabel da unten nochmal rausfützen. Das ist nämlich jetzt unterm Tisch, das Tastaturkabel. Okay. Ja gut, das können wir ja dann machen. Unterm Tisch? Ja, hier unterm Tisch geht das durch. Ach so, nee, das ist das Stromkabel. Okay. Das ist das Tastaturkabel, ja. Ja, warte mal, wo geht das jetzt hin? Ach nee, da der Tastatur kann man leider nicht ausstecken. Wäre zu schön gewesen. Es geht da hin. Aber hier ist alles angeklemmt. Was soll ich machen? Das ist angeklemmt hier. Ich habe das hier zusammengeknotet. Ja, ich kann, das habe ich zusammengeknotet eigentlich. Ja, aber mach mal. Vielleicht langt es, wenn du so Stunden vor und drunter legst erstmal. Ja, das würde jetzt auch lang, ja. Wie die Dinger hier. Ja, deine Kiste ist auch noch welche. Ich weiß nicht, welches du brauchst. Na, ja, das müsste reichen schon von der Höhe. Das ist ja immer, genau, das müsste, wenn es von der Länge reicht, ja. Du kannst es einfach hinstellen. Mhm. Warte mal, Luis. Ja, das Problem mit dem Report ist, das drückt sich ein, ne? Das ist ja auch nur vorübergehend. Ja, ist jetzt erstmal nur vorübergehend, was das hier. Aber wenn die Höhe passt, dann wissen wir schon. Ja, dann wissen wir, dass wir die Höhe brauchen. Vielleicht könnte ich sogar noch höher, weil dann könnte ich die Tastatur wieder unter das Ding hier schieben. Unter ja. Das. Wieder hier drauflegen, sozusagen. Mhm. Ja, Leute, so ist das jetzt geplant. Eigentlich im Prinzip. Ja. Dass ich das da auch stehen lassen kann. Das ist jedes Mal hinräumen, herräumen, wegräumen, XY-räumen. Ist nervig, ist einfach nur nervig. Weil wir haben ja. Ne? Noch anderes Streaming-Zeug. Ja, was dann immer neu verkabelt werden muss, wenn wir mittwochs und Samstag für euch da sind. Dann muss das aufgebaut werden, dann ist das so. Aber das gefällt mir jetzt hier schon mal. Jetzt muss man hier eine. Ja, ne? Man könnte die Farbe fast so lassen. Ne? Brauchst du nicht gleich zusammen machen da hinten. Ich finde es nicht hässlich. Ne? Ist zwar schief. Nee, das muss jetzt noch unter die Füße da hinten. Ach so. Aber guck mal, ich habe ja hier Styropor. Heb mal hoch, ja. Warte. Warte, so rum. Ja. Nee, so rum. Okay, lass mal langsam ab. Ja, was? Nee, wackelt. Du ja, das wackelt, das Styropor. Nach vorne ziehen ein Stück. Ja? Das ist hinter okay. Richtig auf dem Fuß steht. Nee, steht auf dem Kabel, mach mal das Kabel weg. Ey. Was ist das denn für ein Fotzenkack hier schon wieder? Ist doch hier auch fünfmal rumgewickelt. So. Ja, Styropor wackelt allgemein. Styropor wackelt allgemein. So, jetzt passt es. Jetzt ist es besser. Ja, okay. Ah, jetzt mal. So. Das wäre auch richtig machen. So, kannst du besprechen, das Ding? Das macht nämlich gar keinen Sinn da hinten dran. So, wo kommt denn das Kabel hier eigentlich her? Macht keinen Sinn da hinten dran. Das ist Streamdeck. Das ist Streamdeck, genau. Das können wir auch gleich so antüdeln. Ja, der Tüdler. Da hinten. Ist genau. Und das andere, was jetzt noch rumliegt, das ist das Focusrite. Das hier? Ja. Genau. So,
liegen meine Socken. Ah, guck mal, Leute, hier liegen frische Socken noch. Krass. Die bringe ich jetzt zu meinem Sockenlager. Sockenlager ist die Seite. So. Was ist jetzt wieder? Genau, das ist so ein bisschen versteckt, ist alles. Genau. Ja, ne? Die Steckdose ein bisschen weiter vor. Ein bisschen weiter hinter. So, jetzt gibt es Sitzprobe hier erstmal, weil jetzt werde ich meine Kissen wahrscheinlich auch anders anordnen müssen. Irgendwie so hier nämlich. Ja, dann musst du mal die Ecke quietschen. Nee, in die Ecke darf nicht, weil wegen der Spitze hier. Scheißkissen, ey! Mann, ey, jetzt habe ich das 5-mal hier hin und her gelegt und das kippt jedes Mal um. Gib mal das Ding her. Ja. Ich halte es wirklich, bis du das Kissen dahin gemacht hast. So. Ja. So, wenn ich jetzt hier so sitze, Leute, mit die Beine hoch und dort ist mein Fernseher, dann kann ich hier und hier und hier und hier und dann gefällt mir das schon mal viel besser. Und ich habe alles unter Kontrolle hier. Das kann ruhig ein bisschen weiter weg. Vielleicht kann ich die Tastatur nämlich zum Feierabend hier oben hinlegen. Die Maus passt schon mal auf jeden Fall dahin. Ja, die Tastatur. Vielleicht aufs Kabel legen. Ja, vielleicht das so machen. Und dann könnte auch die Tastatur hier abends hinpassen. Und dann ist das aufgeräumt, Leute. Oh ja, so gefällt mir das schon viel besser. Ah, und ich habe Kissen übrig. Kann man verkaufen. Nein. Für uns Swanny. Ja, das ist doch schon mal auf jeden Fall ein bisschen besser hier, würde ich sagen. Ja. Ja, leider gab es die nicht in höher. Die Schränke. Ich hätte eigentlich 75 wenigstens gebraucht. Aber die gibt es dann bloß wieder ab 90, aber der letzte 15 frei gehabt. Daher wäre die Platte hier oben. Das ist, da habe ich mir überlegt, ja, da brauche ich mir einen Klotz drunter oder nur irgendwas. Am Arsch, wenn es so eine Maße nie gibt. Ach, der Finn schnarcht wieder. Versteckt. Ja, so sieht das jetzt aus, Leute. Wie gefällt es euch? Cool, wa? Was machen wir hier oben? Da kommt auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, ne? Ist schön. Sieht, hat irgendwie so einen leichten Touch von aufgeräumt. Wird nicht länger anhalten. Ja, wahrscheinlich nein. Dafür ist jetzt hier schon wieder. Das sieht jetzt der Rest des Wohnzimmers wieder aus. Ja. Aber irgendwas ist ja immer. Das nehme ich Mungle mit runter früh. Hier ist noch eine Schraube übrig. Ja, das ist. Wenn du lesen kannst, wenn du Englisch kannst, steht da ein Spare drauf. Zeig mal. Das heißt, also so Ersatz quasi. Spare, ja, sparen. Die kannst du dir sparen, die kannst du wegschmeißen, die kannst du in die Dose tun. Da ist noch ein Imbusschlüssel. Ja, da habe ich genug, glaube ich. Egal, haltbar. Ja. Dann nehme ich das morgen früh gleich mit runter zum Müll. Dann ist das auch wieder weg. Weil wir haben nämlich noch was bekommen heute. Das kann ich euch hier auch noch kurz zeigen. Unser neues Ghost Hunting Utensil. Ghost Hunting in Anführungszeichen, Leute. Karton hier hingeworfen. Geht dann morgen mit weg. So. Ghost Hunting Utensil. Ist jetzt. Ach, Luis! Kreuzschraubenzieher brauchst du noch. Ein Kreuz. Ja. Weil ich muss doch hier das Ghost Hunting Utensil noch zusammenschrauben. Damit ich auch was gemacht habe. Und dann kann ich euch das nämlich zeigen. Das Tolle hier. Ja. Was brauchst du? Ein Kreuz. Ein Kreuz, da brauchst du. Ich.
funktioniert denn du? Das ist ein Schlitz, aber, ne? Ach, hab ich Hunger. Naja. Egal. Also Schrauben tut er. Ich hätte hier sonst auch noch ein Kreuz. Ja, mach mal Kreuz rein, das geht vielleicht besser. Mega-Tool. Funktioniert besser, oder? Ja. So Leute, jetzt schraube ich das fest und dann dürft ihr gleich gespannt sein. Weil das hat nämlich wirklich noch keiner. Jedenfalls, ich habe es noch nicht gesehen bei anderen. Jetzt war die Kamera umgekippt. Also Ego-Shooter-Perspektive funktioniert ohne ganz. So, guckt da. Das ist, hier steht ja, nein und maybe. Was ist maybe? Vielleicht. Vielleicht. Also vielleicht, ja, nein, niemals, never und always immer, ne? Immer, nimmer, nein, ja, vielleicht. Und da hat man, kann man jetzt eine Frage stellen zum Beispiel. Zum Beispiel stelle ich jetzt die Frage, hat der Luis das Regal ordentlich zusammengebaut? Und dann lässt man das hier los. Und direkt, ja, hat er. Ne? Und ja, was kann man noch für eine Frage stellen jetzt schnell? Ist das Licht geil? Ja. Ja, das müssen wir mal eine Nein-Frage machen, ehe wir wirklich Nein ist. Bin ich hässlich? Vielleicht. Vielleicht. Ja. Liegt im Auge des Betrachters, ne? Auf jeden Fall nicht gut. Na, aber jetzt haben sie es ja gegessen. So, warte. Fandet ihr Ginas Essen gut, was die heute gekocht hat? Jetzt kommt wieder ja. Ja, jetzt doch, ja. Das haben sie ja mitgekostet gehabt. Jetzt kam mal ein Nein. Ihr seht, es funktioniert auch Nein. Ach so, man kann das richtig reinwerfen. Hast du, glaube ich, auch das Blick jetzt immer auf Ja oder Nein. Ja. Always. Immer. Vielleicht. Hi. Ja, ist halt eine schöne Spielerei, ne, Leute. Das ist halt mit Magneten funktioniert, das Gerät hier. Also hier unten stecken Magneten drin, die sieht man hier auch. Ja. Und hier steckt auch ein Magnet in dem Teil und dann, ja, so funktioniert das. Total simpel. Aber ich find's lustig. Ja. Also Leute, das war's für heute. Renier Horn, bye bye. Bis dann. Däumchen.